90 Remix hier, was geht euch, Paul Berger? Heute gibt's mal wieder einen weiteren Tag in meinem Leben, Leute. Also heute mal wieder einen saftigen Vlog und heute werden wir was richtig Cooles machen. Und zwar, meine Freunde, werden wir heute nochmal mein eigenes Getränk... Perfekt, Leute, Jacke fällt erstmal runter. Wir werden heute auf jeden Fall erstmal mein eigenes Getränk testen. Paul Berger Erfrischungsgetränk, ihr wisst Bescheid, erscheint bald. Und die Geschmackssorten stehen auch schon fest, aber heute werden wir nochmal ins Labor gehen und wirklich nochmal alles finalisieren. Ich werde euch dahin mitnehmen. Es wird ziemlich nice. Ich bin sehr gehypt, Leute. Wir haben ja auch noch einen Koffer dabei, obwohl wir nicht übernachten. Einfach, weil der Koffer leider kaputt ist. Den werden wir auch noch in Frankfurt heute abgeben, weil wir fahren nach Frankfurt. Ich mit meiner Freundin, Leute. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr diese Vlogs feiert. Let's go. So, Freunde, jetzt erstmal noch hier schön den Koffer einladen. Heute unterwegs in Kallinen und dann let's go. Immer muss man auf die Freundin warten, Leute. Wir müssen los, Schatz. Wir sind schon zu spät. Abend, ich hab sehr gut Kaffee gemacht. Schön. Immer das Gleiche mit den Frauen. So, Freunde, wir sind auf dem Weg Richtung Frankfurt. Wir haben noch 46 Minuten Autofahrt vor uns. Die Straßen sind leider ein bisschen voll wegen Ferienverkehr. Aber ich dachte mir, ich will jetzt mal noch zwei Fragen beantworten, die extrem oft gestellt wurden, was das Paul Berger Getränk angeht. Und zwar einmal, wann erscheint das Getränk und welche Geschmackssorten wird es geben? Wurde ja im Livestream relativ oft auch gefragt oder habe ich auch schon öfter Nachrichten jetzt gelesen. Und die Frage will ich euch jetzt mal direkt beantworten. Kommen wir zur ersten Frage und zwar, wann wird das Getränk erscheinen? Ich will euch noch nicht das genaue Datum nennen, aber ich sag's mal so, es wird Juni, Juli wird's das Getränk geben. Es wird erst einen Vorverkauf geben und dann eben auch deutschlandweit in Supermärkten. Deswegen sage ich mal Juni, Juli in etwa, nur damit ihr das schon mal wisst. Und die Geschmackssorten, ja, haben wir auch viel drüber geredet im Stream. Da starten wir mit zwei Geschmäckern. Das ist einmal Kaugummi. Mein persönlicher Favorit. Du fandest es auch ziemlich nice. Mhm. Ja? Also eigentlich jeder, den ich bis jetzt das mal probieren lassen habe, jeder sagt geisteskrank, weil es ist kein künstlicher Kaugummi-Geschmack, sondern eigentlich mehr so ein Beerenmix, aber es schmeckt einfach nach Kaugummi. Also über nice. Auch mit Kohlensäure, haben auch viele gefragt, also sehr erfrischend. Und der zweite Geschmack ist Pfirsich, Leute. Ja, Pfirsich, glaube ich auch, ja, gibt es auch viele, die Fan von Pfirsich-Geschmack sind. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, mit Kohlensäure auch sehr erfrischend. Ja, also die zwei Fragen schon mal, ich hoffe, die konnte ich euch beantworten. Es wird auf jeden Fall sehr nice. Heute, wie gesagt, nochmal Feintuning im Labor. Wir testen nochmal verschiedene Sachen, damit es wirklich perfekt schmeckt. Und ja, Leute, dann Paul Berger, Erfrischungsgetränk, ihr wisst Bescheid. Let's go. Leute, jetzt sind wir gleich angekommen. Eine Minute noch und lustiger Fun Fact, die Brücke, die ihr gerade gesehen habt, bei meinem Musikvideo, das GTA Live Video, hatten wir ja auch was hier in Frankfurt gedreht. Da hatten wir sogar nachts hier noch was aufgenommen, weil die Brücke nachts ganz cool beleuchtet ist, aber das ist nie im Video vorgekommen. Also ja, das war ein kleiner Fun Fact für euch, Leute. So, Freunde, wir sind angekommen. Jetzt wird auf jeden Fall Paul Berger getestet. Let's go. So, Freunde, ich habe jetzt hier auch meinen eigenen Kittel bekommen, wenn wir ins Labor gehen. Dr. Paul Berger ist am Start. Man kennt ihn doch. Let's go. So, meine Freunde, wir sind jetzt im Labor angekommen. Wir wollen jetzt hier noch mal ein bisschen was probieren. Das hier sind aktuell unsere zwei Favoriten, habe ich euch ja gerade schon mal erzählt. Einmal der Kaugummi-Geschmack und Pfirsich. Dann hatten wir letztes Mal noch beim Tasting einmal Zitronengeschmack gehabt. Das war aber viel zu sauer. Deswegen werde ich das jetzt nochmal hier selbst in die Hand nehmen und ein bisschen selbst rumprobieren. Das ist das Zitronenextrakt. Wir werden jetzt gleich noch Zitronensäure hinzufügen, aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil das wird dann extrem sauer auf einmal. Und ja, Leute, also ihr seht hier, ich sorge selbst dafür, dass das hier bestens schmeckt und deswegen versuchen wir jetzt gleich nochmal hier mit dem Zitronengeschmack. Als Professor Dr. Paul Berger machen wir das hier.
Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Komm mal hier rüber. Okay, laut meinen Berechnungen brauchen wir jetzt hier 18 Gramm davon. Das werden wir jetzt hier mal abfüllen. So, okay Leute, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind jetzt hier schon bei 16,7 Gramm. Also wir machen jetzt hier eine 100 Milliliter Mischung, um das zu testen. Und wir sind bei 17,6 noch ein Stück. Ja, perfekt, perfekt. Lassen wir es so, Leute. Und jetzt brauchen wir nur 1 Gramm von der Zitronensäure. Perfekt, jetzt haben wir 19 Gramm und der Rest wird jetzt quasi einfach mit Wasser aufgefüllt und dann hat man da eine hoffentlich gute Mischung für den Zitronengeschmack. Das werden wir jetzt mal machen. Wir füllen auf 100 Gramm auf. Hat aber auch schon eine schöne Farbe jetzt. Oh, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Verdammt, habe ich nicht aufgepasst. Wie viel ist zu viel? Jetzt ist 111. Okay. Ja, ein bisschen viel schlafen jetzt. Muss man das Gute, das wir, du kannst du gerne mal so probieren. Ich will es mal so probieren. Dann testen wir einfach mal. Ja. Also ich mache jetzt hier auf den Hörer drauf. Jetzt wird das hier noch einmal schön gemixt, Leute. Das ist, ist eigentlich auch ein cooler Party-Trick hier mit so einem Fisch. Ne? Ja. Eigentlich schon cool. So, werden wir probieren? Also ich will probieren. Ja, komm. Einmal. Jakob, du? Ja, sehr gerne. So. Willst du auch probieren, wenn du hier hinlassen? Dann, cheers. Ja. Paul. Cheers. 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 Ja, auf jeden Fall schon deutlich angenehmer. Ja. Wie viel war letztes Mal? Von der 1,4. Man macht das so einen Unterschied. Ja. Oh. Das war so, wenn du willst, probier mal so einen Tropfen auf der Hand oder sowas. Das ist voll schon dieser Wahnsinn. Das muss eigentlich mal testen. Also ich sag ganz ehrlich, mit ist ja dann 0,4 Gramm Unterschied zum letzten Mal. Ja, aber das ist sogar noch weniger, weil das eine Lösung ist, das du aufnehmen musst. Krass. Das ist also nur eine 10%ige Lösung, also das sind 10 Gramm Säure auf 100 Milliliter. Das heißt, wie viel hatten wir am Ende, im Endeffekt jetzt letztes Mal mehr? Auf 100 Milliliter oder auf Liter? Also auf 100 Milliliter, das ist also 0,04 Gramm. Ja. Okay, also wir hatten letztes Mal bei dem Zitronengeschmack 0,04 Gramm mehr von der Zitronensäure und das hat, ich würde sagen, locker 5, 6, 7 Mal so, so sauer geschmeckt. Also das war echt zu viel, das war so Center-Shot-mäßig. Krass, was das für einen Unterschied macht, weil das muss ich sagen, jetzt schon angenehmer. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen noch Zitronengeschmack mit reinnehmen, dann ist das jetzt schon, finde ich, sehr gut. Aber ich muss sagen, mein Favorit ist trotzdem noch Kaugummi 40 auf jeden Fall. Also Zitrone konnte das noch nicht ablösen. Aber wir haben noch einen weiteren Geschmack, den wir jetzt auch mal probieren werden, und zwar Orange. Ja? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was sind so eure Favorite-Geschmäcker. Ich glaube, Orange könnte auch noch sehr, sehr wild sein. Das werden wir jetzt mal probieren. Leute, ich werde jetzt reine, pure Zitronensäure trinken. Dafür jetzt hier 20.000 Likes. Nein, okay, nicht das Ganze. Was wird passieren, wenn wir das Ganze trinken? Du kriegst nur einen Säureschock. Einen Säureschock, ja. Aber wird man daran sterben, oder? Nein, nicht sterben. Wir haben jetzt hier mal so einen Tropfen davon. Ich werde das jetzt einfach mal kurz. Haben wir hier was zum Nachspülen? Egal. Oh, es geht eigentlich. Ich dachte, es wird schlimmer. Ich glaube, die Menge macht es mehr. Also, es zieht schon so alles ein bisschen zusammen im Mund, aber. Boah, ihr habt die Challenge mit Stani gesehen. Ich habe 7 Center-Shots gleichzeitig gegessen. Da braucht es schon mehr, um mich hier umzuhauen. Aber ist schon sehr sauer auf jeden Fall. Seht Leute, das ist der Orange-Geschmack. Farbe, muss ich sagen, gefällt mir schon sehr gut. Geht schon so ein bisschen in die Fanta-Richtung eigentlich. Ne? Also, so, dann. Dankeschön. Danke. Und einmal für die Kamerafrau. Cheers. Zum Glück, wie kommt's? Erstmal einen Geruchscheck, Leute. Oh. Riechst du da was? Ja, und zwar. So ein richtig gesundes Rohs, Zehen, Orangensaft. Ah, doch, wie als würde man so eine Orange schälen oder Eine so. Mandarine. Ja, oder eine Mandarine, ja. Hä? Das riecht irgendwie diese Schale so. Ja. Sehr krass. Ja. Oh, aber geschmacksmäßig. Ich finde, das schmeckt wie als würde man in die Schale von einer Orange oder Mandarine beißen. Also da fehlt so ein bisschen süße Säure. Oder ist irgendwie sowas Minze oder sowas. Ja, also. Irgend so. Also an sich frisch, aber ja, wie als hätte man so irgendwie daneben gebissen, so ein bisschen, wenn man dann Orange oder Mandarine isst. Okay Leute, wir hatten gerade noch eine ganz gute Idee gehabt, wie wir vielleicht den
Orangengeschmack noch ein bisschen auftunen können. Und zwar mit Ingwer, Leute. Wer mich kennt, der weiß, jeden Morgen Ingwer-Shot, ganz, ganz wichtig. So ein bisschen hat man ja so noch ein Brennen mit dabei. Und deswegen werden wir jetzt hier mit Ingwer-Extrakt, ja, oder Ingwer-Aroma, hauen wir da jetzt noch ein Stück rein, aber da muss man ganz, ganz wenig nehmen. Also da sind sogar diese Pipetten hier zu groß, also da braucht man echt nicht viel. Deswegen, wir machen damit jetzt auch mal eine 100 Gramm Mischung und probieren das dann gleich nochmal. Ja, perfekt. 103 Gramm, passt soweit. Und jetzt die hier was, ne? Die ganz, ganz richtig. Jetzt brauchen wir hier so eine Spezialpipette, nenne ich das jetzt mal. Was meinst du, wie viel Gramm wir davon brauchen? 0,05. Also 0,05? So für 5 bis 6 Tropfen würde ich draufgeben. Ja. Okay, krass. Also jetzt ganz, ganz vorsichtig, Leute. Das waren 5. Ja. Das war's schon? Genau. Und dann einfach nochmal durchbringen und dann war's das. Den Rest machen wir wieder zurück. Man denkt echt nicht, dass das... Oh, okay, ganz entspannt. Man denkt echt nicht, dass das so viel Unterschied macht, wenn da wirklich nur so 5 Tropfen drin sind. Okay, und wir probieren wieder. Ich muss auch sagen, also das schon, ist schon geil hier, so rumzugehen. Ne? Macht schon Spaß. Hm? Aber schmeckt man, merkt man schon. Boah, das ist doch Kakao, Leute. Ey, aber sehe ich bei dem Orangengeschmack. Finde ich gut. Also ich würde trotzdem noch ein bisschen Süße und Säure noch, aber dieses Ingwerbrennen passt da schon wieder dazu. Ja, wer weiß, Leute, vielleicht der nächste Geschmack. Mal schauen. Leute, wir machen jetzt mal noch was ganz Verrücktes. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen mal noch so einen Eiscreme-Geschmack, ja? Also wir haben hier einmal Sahne. Weiß ich nicht, wie das im Getränk schmeckt. Dann haben wir Schoko, Vanille und Zimt. Also eigentlich so alles, was man so bei einem Eis oder so sehen könnte. Wie das Ganze dann als Limonade schmecken würde, das werden wir jetzt mal anmischen und dann hat man quasi so ein Eisgetränk. Let's go. Das ist das Paulberger Eiscreme-Rezept. Probieren wir mal, ne? Du musst doch aufgießen, dafür beliebt. Ach stimmt. Ja. Stimmt, das ist ja noch hoch konzentriert. Okay, dann einmal wieder alle hier ein Glas. Ja dann, cheers. 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 Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich hab über Kalua. Kalua? Für wie 52? Das ist ja dieser Schokolikör. Ah, okay. Sag mir. Ja. Aber eigentlich ist so ganz geil. Also wenn so läuft das ja immer in der Entwicklung, dann mach mal einen. Ja. Und jetzt musst du halt an dem, wie du es schmeckst, überlegen, was zu süß, was zu sauer. Das erinnert mich irgendwie an so einen übersüßten Eiskaffee oder so einen Fertigkaffee. Also das ist es auf jeden Fall noch nicht, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt raus aus dem Labor. Wir haben gerade noch so ein paar Sachen besprochen, was noch alles ansteht. Also es wird auf jeden Fall sehr wild werden. Ich wollte mich aber auch noch bei euch bedanken, weil ich dachte mir einfach gerade so, als ich da saß und wir das alles geplant haben, da dachte ich mir einfach so, ey, wie krank ist eigentlich dieses Projekt? Einfach ein eigenes Erfrischungsgetränk. Keine Ahnung, Leute. Also es geht dabei auch irgendwie gar nicht irgendwie um was Finanzielles. Das ist einfach so ein Traum von mir. Und keine Ahnung, ich bin extrem stolz drauf. Vielen Dank dafür, dass ich mich einfach so selbst verwirklichen kann, dass ich jeden Tag einfach sowas machen kann, was mir Spaß macht. Und ja, wir alle sind Paulberger, ihr wisst Bescheid. Und deswegen kommt bald das Paulberger Getränk. Checkt das Ganze aus. Jetzt hier ist endlich mal was gegönnt. Wir haben jetzt 15 Uhr noch nichts gegessen heute. Wir haben richtig Hunger. Ich esse hier sowas mit Scampi, sehe irgendwas mit Trüffel. Let's go. Danke. Noch ein bisschen? Ein bisschen? Einmal das. Ich muss nur schauen, weil wir jetzt schon bei 4 Euro sind. 5 Euro und 6 Euro. Oh Gott, ich werde hier ausgeraubt, Leute. Danke. So, Freunde, und ich bin wieder zu Hause. Jetzt muss ich hier erstmal zack, PC anmachen. Zweiten PC anmachen. Jetzt werden auf jeden Fall noch Videos gemacht, weil wir haben jetzt 17 Uhr, aber ich habe noch kein Video gemacht, Leute. Ihr wisst ja Bescheid, Videos müssen immer gemacht werden. Und noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, ich denke mal, ihr werdet das Video jetzt direkt am Wochenende sehen. Und zwar jetzt übers Osterwochenende läuft eine richtig coole Aktion in meinem Shop, Leute. Und zwar gibt es ja jetzt 2 neue Produkte in meinem Shop, Leute. iCramix.shop, ihr wisst Bescheid. Und zwar wäre da einmal meine neue Schultertasche, natürlich auch mit hochwertigem Stick, Leute. Also alles gestickt, nicht bedruckt, sehr, sehr edel. Und dann mein persönlicher Favorit, die iCrimex Cap, Leute. Kennt man aus meinen Aufnahmen. So, warte mal, ich ziehe die mal direkt auf.
Ihr wisst ja Bescheid, sonst immer mit Cap unterwegs zum Videos aufnehmen. Hier mit iCramic Stick, auf der Vorderseite mit iCramic Stick. Und jetzt nur über Ostern, Leute, gibt es nämlich eine handsignierte Autogrammkarte von mir bei jeder Bestellung. Also egal, ob ihr das Shirt, einen Hoodie, die Cap, die Schultertasche, egal, alles, was ihr bestellt. Über Ostern, jetzt von Karfreitag bis Ostermontag, gibt es bei jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte noch dazu. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das soll es von dem Vlog gewesen sein. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Paul Berger, Erfrischungsgetränk, erscheint bald, Leute. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon im Auto gesagt, vielen, vielen Dank für alles, dass ich so mich selbst verwirklichen kann, so coole Projekte machen kann. Paul Berger, Army, ihr wisst Bescheid. Wir sind alle im Herzen Paul Berger. Let's go, Freunde. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.